Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Diablo 3. Wir haben das letzte Mal diesen Knilch hier gerettet vor diesen komischen Magiern. Und wir sollen ja jetzt mit ihm irgendwie seine Ausrüstung finden oder was weiß ich. Jedenfalls, mich hat's rausgeschmissen aus dem Spiel. Von daher musste ich die jetzt nochmal erledigen und dann quatschen wir halt jetzt einfach nochmal mit ihm hier. Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden und ich werde euch reich belohnen. Na dann, lasst uns loslaufen. Sag, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich habe eine Rechnung mit dem Skelettkönig zu begleichen. Ich ebenso. Na dann, lasst uns gehen. Was waren da? Waren da auch Treppen? Ach nee, von da kam ich, oder? Nee. Oh. Von da kam ich nicht. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Glasstern, ein weißer, ist eigentlich dann uninteressant. Da ist nichts. Da ist was. Ein bisschen Gold. Nochmal ein bisschen Gold. Gehen wir erst einmal geradeaus rüber. Gesehen? Ja. Habe ich gesehen. Und hier ist nix. Okay. Aber Hauptsache erst mal schauen, ne? Ach. Da ist nochmal so ein Knilch. Kultisten haben mich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist sie entstanden? Das ist es, was ich hier herausfinden will. Genau, wir suchen. Da sind meine. Er ist frei! Er darf nicht! Er darf nicht? Was wolltest du sagen? Bitte greif zu. Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Ah. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Siegpunkt. Ihr sagt es. Ein starker Speer an meiner Seite könnte hilfreich sein. Ja. Auf jeden Fall. Nochmal eine Kiste. Oh, cool. Schauen wir gleich, was wir da haben. Wohin geht's da? Achso, hier geht's weiter einfach. Alles klar. Diese Kugeln, die sind echt cool. Ja, kommt nicht raus. Keine Chance, Jungs. So, da unten liegt noch jemand, oder? Nein. Okay. Bevor wir jetzt da durchgehen, schauen wir mal ganz kurz, was wir haben. Nein. Nö. Und auch nö. Okay. Hier. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ui. Okay. Weiß gar nicht, für was mir die Heiltränke braucht, wenn man die ganze Zeit diese Kugeln hat. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Gut.
Dann schauen wir halt einmal. Ihr wart ein Templer, Yondar. Wie konntet ihr diesem Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Welt des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Aber wirklich. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Die da wäre? Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Dem kann ich zustimmen. Ich hätte jedoch nichts dagegen, mal einen Blick hineinzuwerfen. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Okay, jetzt gucke ich nur mal hier. Die Zähigkeit ist halt höher, aber Erholung und Schaden ist, also ich würde sagen, lass mal. Templer ist der Nahkämpfer, der Schilde und Einheitwaffen führen kann. Möchtet ihr den Templer als aktiven Begleiter auf eure Reisen mitnehmen? Falls nicht, wird sich der Begleiter ins Lager begeben und euch dort jederzeit zur Verfügung stehen. Okay. Lasst uns gemeinsam Ehre finden. Jawohl. Ah, Templer ist nun ihr Begleiter. Klicken Sie linke Maustaste, um das Begleitfenster zu öffnen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um Ihrem Begleiter zu sprechen. Oh, yes. Stimmt, das habe ich ja total vergessen. Fertigkeit wählen, entweder heilen, halt euch und den Templer, oder verspottet Gegner in eurer Nähe, wenn ihr getroffen werdet. Machen wir, wenn, dann eher heilen, würde ich sagen. Sinnvoll einsetzen. Und die zweite, einschüchtern Gegner, die den Templer angreifen oder von ihm angegriffen werden, werden verlangsamt. Lässt euch und den Templer Leben regenerieren. Ja, gut, das ist gewählt. Immer gut. Das ist gut. So, das da lassen wir auch. Ich verstehe nicht, wie das Böse am helllichten Tage bestehen kann. Sollte es das Licht nicht fürchten? Vielleicht wo ist denn hier Licht? Auf keiner Seite. Aber das Licht ist der Feind des Bösen im übertragenen und wörtlichen Sinne. Wir schauen jetzt erst einmal da noch hin. Ah, okay, da ist nichts. Hätte ich vielleicht gleich hinschauen sollen. Aber es war noch so im Schatten gelegen, drum wusste ich es nicht. So, dann einmal hier runter. Da ist nichts. Da haben wir noch eine Platte. Jawohl, die reine Zerstörung. So, Ebene 4. Da ist wieder Sackgasse. Da unten sind ein paar Kriegerli. Aber gut. Nichts, was uns aufhält, ne? Ihr wagt es, mich anzugreifen? Ich bin jetzt noch besser. Müssen das so große sein? Und dann auch noch Gold? Upsi. Da, 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 da. Brauche mehr Arkan? Ich wärme mich gerade erst auf. So. Mal ganz kurz hier gucken. Okay, Sackgasse. Ah, nee, nee, nee. Das ist grau. Ah, schön. Das ist immer toll, wenn ich die Dinger finde. Im letzten... wenn es dann schon vorbei ist. So, da ist nichts. Dann schauen wir da noch. Naja, ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold ist immer schön. So, was haben wir hier? Oder?
Gut. Jetzt muss ich nur wissen, wohin, ne? Na gut, dann gehen wir halt einmal da lang. Ledermanschetten? Oh. Jetzt weiß ich nicht, ob ich vielleicht da hinten erst hätte rumgehen müssen. Da ist nichts. Ach, da ist eine Tür. Da kommt er. Ihr könnt doch nichts. Naja, gut, auf der Schwierigkeit, wo ich spiele, können die freilich nichts, ne? Bin ich da schon zu weit jetzt? Ah, schön. Okay, da kommt nichts raus. Ich hätte jetzt gedacht, dass da auch was rauskommt. Nö, hier ist nichts. Das schaut mir so bekannt aus. Zauberbuch des Bären. Getötet, 1,5 Erfahrungsbonus. Na schön. So, das ist bloß ein graues Ding. Ich gehe jetzt erst einmal da noch hinter. Ah, okay, da geht es wahrscheinlich weiter, ne? Nutzlos. 24 getötet, okay. Oh, da geht's ja ab. Da geht's ja ab. Ich habe nicht genug Arkankraft. Na, ein weißes Schild brauche ich nicht. Da ist nix. Da haben wir noch was. Irgendwo eine Kiste. Ah ja. Da komm her. Der beschwört die Skelette und schon sind sie wieder tot. Lachdanas Schriftrolle, Teil 4. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Okay, aber das war Teil 4, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, welche Teile wir haben. Ich habe versucht zu zählen, wie viele wir getötet haben. Aber ich habe den Überblick verloren. Ja, das glaube ich dir. Ich weiß es auch nicht. Dutzende.
Okay, dann gehen wir mal da runter. Das ist anscheinend auch nur so ein kleiner Abteil hier. Dann gehen wir halt weiter mal außen rum. Ich liebe diese Kugel. Euer Grab wartet. Diese Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Noch mehr Arkankraft. Yes. Gut, gut. Oh, was haben wir da? Schrein des Schutzes. Ein bisschen Schildstärke, ja. Ich habe nicht genug Arkankraft. Hätte ich gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Psst, noch mal eine Stufe. Das ging ja schnell. Na, komm her. Okay, liegt noch irgendwo? Da. Schön, dass die auf mich losgehen und ihn in Ruhe lassen. Achso, das war für unten. Geh weg. Mit Lusten hat einen Schädel. Gehen wir. Nee, gehen wir erst einmal da rein. Das macht so viel Laune, immer hier durchzulaufen. Okay, wo sind wir jetzt da? Das schaut so aus wie da, wo wir schon waren. Naja, die warten schon da unten. Gehen wir mal da noch rein. Na komm, lauf halt. Achso. Sackgasse gesteckt. Ui! Alter! Ja, ja, das weiß ich schon. Ein Gesundheitsbrunnen. Waffenständer, der nichts hat. Nichts Gescheites zumindest. Jetzt ernsthaft? Also wir sind jetzt quasi am Ende hier. Okay, schauen wir mal da noch. Regal. Dir nicht gerechnet, oder? Ja, ja. Aufhalten.
42 getötet. Muss ja nochmal schauen, ob ich irgendwas Graues eingesteckt habe. Weil die Dinger sind ja nichts wert. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Alter, da liegt noch jemand. Ups. Vor allem, ich muss auch immer schauen, wie ich mich noch ausstatten kann mit den Upgrades. Okay, da sind wir schon wieder zurück. Das heißt also, wir sind sogar richtig gelaufen. Unabsichtlich. Ich meine, diese Festungen, die sind ja immer gleich. Also da ist es ja nicht zufällig aufgebaut, glaube ich. Die müssten, also meines Wissens nach, müssten die fix sein. Nur eben die äußeren Gegenden, die werden immer wieder Manschetten. Mal irgendeinen Platz machen hier, ne? Dass wir vernünftig durchlaufen können. Okay. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinem Knochen und ich drohe, ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Okay, da folgt Pfennigfuchser. Ja, jetzt sind wir schneller. Schön. Aber wo muss ich hin? Sucht nach den königlichen Krypten. Irgendwo war doch da eine Tür. Ich bin froh, dass uns das Schicksal auf diesem Weg zusammengeführt hat. Warum? Ihr kämpft sowohl mit Ehre als auch Leidenschaft. Ich weiß, dass in euch eine reine Seele brennen muss. Da müssen wir rein. Okay. Unabsichtlich vorbeigelaufen, alles klar. Aber wenigstens haben wir es sauber gemacht, ne? Das ist doch schon mal das Wichtigste. Als die Kreuzritter alles gelernt hatten, was sie lernen konnten, entsandte Akan sie in die Welt. Sie sollten einen Weg finden, den Glauben der Zakarum von der Verderbnis zu reinigen, die sein Herz ergriffen hat. Sie hatten kein klar umrissenes Ziel und manche Geistliche meinten, dass ihre Mühe vergebens sei und ihr Auftrag nie erfüllt werden könne. Doch die Kreuzritter ließen sich nicht beirren. Okay, schauen wir mal durch. Also wir können auf jeden Fall ein paar Sachen rausschmeißen. Magischer Schulterschutz, den können wir ja anziehen, haben wir ja noch nichts. So, die Stiefel waren mal zuletzt stehen geblieben. Die hier... Nee, dann ist das, was ich anhabe, besser. Auch wenn die Rüstung höher ist, aber... So, 3-4 Schaden, 6... Nein. Nein. Nee. Lass mal so, wie es sind. Also dann, ab in die königlichen Krypten. Ah, da ist noch mein Wegpunkt. Ich will immer alles. Okay.
Na, mach den halt kaputt. Da kommt noch jemand. Okay. Dann lasst uns doch mal zurückgehen. Lasst uns mal ein wenig entleeren. Ups, nein, nein. Bei dir, ne? Kann ich das ja auch herstellen. So, alle Gegenstände reparieren, 46, alles klar. Und verkaufen kann ich ja einfach mit Right-Click. Warum sollte ich das tun? Okay, kann ich nicht. Ausbildung? Nee, okay. Da kann ich dann quasi... Was ist das? Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Mein letzter Wunsch ist, dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Na dann. Aber wir haben sie ja liquidieren müssen, leider. Hab das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Ah nö, das passt schon. Wir finden genug Zeug. Meistens ist das Zeug, was man findet, sowieso besser wie deins. So, gehen wir mal ganz kurz an die Kane-Chroniken. Ah, das macht er automatisch. Okay, was haben wir denn da? Legendärer Streitkolben, Einhand, 24,1 Schaden pro Sekunde. Das passt ja. 6 bis 8 Blitzschaden. Blitzfertigkeit verursacht 9% mehr Schaden. 32 Intelligenz erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 3. 8 Leben pro getöteten Gegner und Chance, einen Kettenblitz auf eure Gegner zu wirken. Na, wenn das nicht einmal gut ist, oder? Cool. Und vor allem ist es Einhand. Das ist schon mal nice, weil dann kann ich nämlich das Ding noch mittragen. Okay, cool. Dann verkaufen wir das andere drum auch noch. Und ich würde sagen, wir gehen beim nächsten Mal dann in die königlichen Krypten. Yes. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.